Herzlich willkommen zum heutigen virtuellen Open House im Rahmen unserer Ausstellung Beyond States über die Grenzen von Staatlichkeit. Wir hören heute einen Vortrag von Jürgen Oellers, den ich auch sehr herzlich begrüßen möchte bei dieser Gelegenheit, Leiter des Stadtarchivs und der Bodenseebibliothek in Friedrichshafen. Und sein Thema ist staatlicher Luftschutz vor Ort, die Stadt Friedrichshafen und das Schicksal ihrer Kulturschätze 1943 bis 1945. In diesem Zeitraum, also zwischen 1943 und 1945, fallen ja die großen alliierten Luftangriffe auf Friedrichshafen und seine Rüstungsindustrie. Besonders der schwerste Angriff in der Nacht zum 28. April 1944 spielt ja in der Erinnerungskultur unserer Stadt bis heute eine ganz besondere Rolle. In unserer Ausstellung Beyond States, deren digitale Eröffnung Sie bei uns auch noch nachträglich anschauen können, und von der wir hoffen, dass wir sie Ihnen allen möglichst bald auch tatsächlich physisch zeigen können, thematisieren wir ja neben vielem anderen auch den erstmals quasi grenzenlosen Bombenkrieg des Ersten Weltkriegs, bei dem Zeppelin-Luftschiffe ja eine wichtige Rolle spielten, und auch den Luftschutz als Folge- und Gegenmaßnahme für eine Bedrohung aus der Luft. Interessant ist, dass es sich dabei auch um eine Art, wenn man so will, oder vielleicht flapsig ausgedrückt, staatlichen Preppertum handelt. Also alle möglichen Maßnahmen getroffen wurden, die der Vorbereitung auf einen Ernstfall, in diesem Fall handelt es sich eben um einen Krieg, dienen. Wie das alles jetzt in Friedrichshafen ablief, wo es auch ein besonderes Interesse gab, die hiesige Rüstungsindustrie zu schützen, welche Folgen der Luftkrieg für die Stadt, ihre Menschen und auch für ihre Kultur, wie ja der Titel auch schon sagt, hatte, das hören wir jetzt in dem Vortrag von Jürgen Oellers, auf den ich mich sehr freue. Bevor ich unseren heutigen Gast aber dann auch noch ordentlich vorstelle, noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Sie, liebe Community, haben natürlich jederzeit die Möglichkeit, Ihre Fragen bei uns direkt in den Chat zu stellen. Posten Sie auf derjenigen Plattform, auf der Sie uns gerade zusehen. Meine Kollegin Susanne Nikeleit, sie sitzt auch hier in unserem tollen Studio, leitet diese dann direkt an mich weiter. Beantwortet werden die Fragen im Anschluss an den Vortrag. Kommentieren Sie also auf Facebook, YouTube oder unserem Debatorial, also unserer Diskursplattform zur Ausstellung, oder schreiben Sie uns ganz einfach eine E-Mail an debatorial@zeppelinmuseum.de. So, ich komme jetzt zu unserem heutigen Gast, den ich nochmal ausdrücklich begrüßen möchte. Herr Oellers, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind, wenn auch nur digital, aber das ist ja toll. Jürgen Oellers ist Jahrgang 1967 und an Rhein und Donau aufgewachsen, wie er mir heute geschrieben hat. Ich weiß, dass er auch eine Vorliebe für Schifffahrtsgeschichte hat. Vielleicht hängt es damit zusammen, das weiß ich nicht. Können wir vielleicht nachher noch vertiefen. Jürgen Oellers studierte Geschichte, Germanistik und Sprachwissenschaft in Freiburg, Marburg und Köln. Daran anschließend absolvierte er die Ausbildung zum Diplomarchivar, und zwar am Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden. Seit 2002, das ist nun auch schon eine ganz schön lange Zeit, arbeitet er am Stadtarchiv in Friedrichshafen. Sie haben ja damals noch bei Dr. Wieland angefangen. Und seit 2009 leitet er nun dieses Stadtarchiv zusammen mit der Bodenseebibliothek. Jürgen Oellers hat umfangreich publiziert und tut das immer noch, vor allem zu Themen der Landes-, Stadt- und der Sprachgeschichte. Dieses Thema Luftschutz und Luftkrieg begegnete ihm relativ bald nach seinem Start in Friedrichshafen, nämlich 2003 bei einer frühen Veranstaltung, wie er mir auch gerade erzählt hat, wo man einfach nochmal Leute, die damals über den Luftkrieg hier geforscht haben, zusammengeführt hat. Es gab auch jüngst eine Ausstellung, nämlich 2019, weil sich da nämlich 75 Jahre Zerstörung der Stadt Friedrichshafen gejährt hat. Und das hat das Stadtarchiv unter der Leitung von Jürgen Oellers eben auch mit einer Ausstellung zum Thema Luftkrieg über Friedrichshafen gewürdigt. Und ich erinnere mich auch an die Podiumsdiskussion, wo Raimund Hug-Biedelmann nochmal eingeladen war, der ja das Luftkriegsbuch damals verfasst hat, und die Aktivitäten des Stadtarchivs und die Forschungstätigkeiten des Stadtarchivs zu diesem schwierigen Thema sind immens und großartig. Und deshalb freue ich mich sehr, ich sage es jetzt einfach nochmal, aber es ist auch wichtig, dass Jürgen Oellers heute bei uns ist.
Und ich würde ihn jetzt einfach bitten, mit seinem Vortrag zu starten. Und ich freue mich jetzt auch schon auf eine hoffentlich lebhafte Diskussion nach dem Vortrag mit möglichst vielen Fragen von Ihnen, die Sie uns alle zuhören. Legen Sie los. Ja, vielen Dank, Herr Bleibler, für die Vorstellung und für die Ankündigung. Mein Vortrag besteht aus zwei Teilen. Zunächst sollen die Rahmenbedingungen staatlich-administrativer Vorgaben hinsichtlich des aktiven und des passiven Luftschutzes vor Ort, das heißt in der Rüstungsstadt Friedrichshafen am Bodensee, erfasst werden, dargestellt werden. Und am Schluss soll an einem kleinen Fallbeispiel dann das Schicksal der städtischen Kulturgüter in Friedrichshafen dargestellt werden. Fangen wir doch einfach mal an. Also hier, was ist staatlicher Luftschutz? Wie wirkt er sich vor Ort aus? Also wir haben vor 1933, also noch während der Weimarer Republik und vor der Machtübernahme der Nazis, haben wir den aktiven Luftschutz bzw. die Luftabwehr mit Flugzeugen und Flugabwehrkanonen oder FLAGs gemäß den Bestimmungen des Versailler Vertrags eben verboten. War dann ab 1928 erst mit alten und immobilen FLAG wieder das Schießen auf Luftzielen erlaubt, so wurde das Verbot des Aufbaus einer Luftwaffe umgangen. Wie die Firmen Junkers und Fokker beispielsweise produzierte auch und kooperierte der Friedrichshafener Zeppelin-Tochterfirma Dornier Metallbauten GmbH in und auch mit dem Ausland, vor allem auch mit Sowjetrussland damals, aber auch mit Ländern wie der Schweiz, Italien, Japan und Chile, zum Beispiel mit dem Jagdflugzeug Doha Falke. Den passiven Luftschutz im Vergleich dazu, der konnte erst im Zuge der Verfügungen der Entente-Mächte, diese dezimierte Reichswehr konnte erst im Zuge dieser Verfügungen 26/27, also genau ab 10. Februar 1927, mit der Einrichtung einer Luftschutzdienststelle wieder aufgreifen. Seit 1927 gründeten sich immer mehr zivile Luftschutzvereine, das ist also auch die zivile Seite des passiven Luftschutzes. Letztere Bestrebungen mündeten am 3. Oktober 1930 in eine der ersten Luftschutzübungen überhaupt, und das im preußischen Königsberg. Die hatten da so einen Sonderweg beschritten, die Ostpreußen. Die deutsche Regierung unter Reichskanzler Wilhelm Marx beschloss schon 1927 allerdings, Maßnahmen für den zivilen Luftschutz zu treffen. In Württemberg wurde dann, also hier, im Herbst 1928 zum ersten Mal sogar eine Flugmeldeübung durchgeführt. Zum passiven Luftschutz gehören eben Maßnahmen wie Luftbeobachtung, Warn- und Alarmeinrichtungen, Tarnmaßnahmen, zum Beispiel auch Verdunkelungsmaßnahmen oder Vernebelungsanlagen, Löschübungen, aber auch das Einstudieren von bestimmten Verhaltensweisen bei Angriffen aus der Luft sowie Luftschutzräume und Bunkeranlagen. Letztere stellen ja für diesen Vortrag eigentlich einen Schwerpunkt dar. So, dann komme ich noch etwas zu den Angriffen auf Friedrichshafen. Das ist vielleicht den meisten bekannt, vielleicht auch gar nicht bekannt. Wir hatten insgesamt 11 Angriffe auf die Stadt, die eben entweder von tagsüber von den US-Flugzeugen oder nachts dann von britischen Bombern dann geflogen wurden. Warum? Die britischen Bomber fanden sich eher nachts geschützter. Sie mussten nicht auch so weit mit großem Abstand zur Erde fliegen. Die Amerikaner waren da einfach mutiger und haben natürlich auch Verluste dementsprechend gehabt, dann tagsüber zu fliegen. Aber sie hatten natürlich auch bessere Flugzeuge. Das hatte also auch eine technische Seite. Aber nur kurz dazu. Sie sehen auch selber, was ich da gelb eingekästelt habe. Das sind die beiden Hauptangriffe, wo auch am meisten Menschen vor allem auch gestorben sind bei diesen Angriffen. Am 28. April 1944 eben wurden zudem noch Flüssigbrandbomben geworfen, was ja auch sehr schlimme Verbrennungen, auch Vergasungen bis hin zum Tod natürlich zur Folge hatte. Darauf hat man in den sonstigen Angriffen verzichtet. Also diese Phosphorbomben sind nur einmal genutzt worden. Das wird oft auch falsch dargestellt. Während am 20.07. die Rate der Menschenopfer sogar noch höher war. Die Gründe sind nicht ganz klar, warum.
ist auch angesichts der Zahlen schwer zu erklären, aber naja, vielleicht findet man da Näheres bald mal heraus. Wir haben also hier ein Jagdflugzeug, eben diese schon eben genannte Doha, die befindet sich jetzt in den USA. Und das ist also der aktive Luftschutz. Es ist einfach sich so vorzustellen, dass eben aktiv heißt, das ist der Kampf im Endeffekt im Krieg. Genauso hier eine Besonderheit in Friedrichshafen ist der aktive Luftschutz auf dem See selber, auf dem Bodensee. Da wurden also ehemals Trajektfähren sogar oder sonstige kleinere Schiffe dann in Tarnanstrich über den See geschickt und konnten dann auch mit ihren Flaks dann Abwehrmaßnahmen treffen, also aktive kann. Der passive Luftschutz ist eher dann schon eine Sache, die natürlich auch schon vor dem eigentlichen Krieg beginnt, auch als Unterschied zum aktiven Luftschutz. Man kann ja schon vorbereiten. Und da haben wir hier diese 9. Durchführungsverordnung zum Luftschutzgesetz. Die erste war von 1935. Hier habe ich eine Version von 1939, die also auch schon mal den Menschen oder der Bevölkerung zeigt, worauf beim Luftschutz zu achten ist, also von der Verdunkelung bis hin zu Löschmaßnahmen. Da komme ich dann noch mal stärker drauf zu sprechen. Die Nazis konnten ja unmittelbar nach den Märzwahlen 1933, ein Motto war zum Beispiel Bahn frei für die Luftschutzbewegung, auf eben diese schon genannte Entwicklung seit dem Ersten Weltkrieg und der Weimarer Republik zurückgreifen. Also sie haben da schon also Vorgänger gehabt und hatten natürlich auch aufgrund ihrer Aufrüstungsmaßnahmen oder Aufrüstungswillen dann auf alle Fälle vor, die Nachbarländer auch in puncto passiven Schutz dann Luftschutz zu überholen. Den aktiven Luftschutz haben sie vor allem durch Propagierung eines Volks von Fliegern beispielsweise, so Göring, die sich auch äußerte unmittelbar vor Kriegsbeginn, betrieben und haben dann auch die Rolle vieler Männer und auch einiger weniger Frauen dann nur gefestigt, eben mit Flugzeugen in den Krieg zu fliegen. Also das hat sich ja auch schon vor dem eigentlichen Beginn des Zweiten Weltkrieges herausgestellt. Die Begeisterung war ja zum Beispiel schon bei der Legion Condor und bei der Anwerbung für diese Flieger war ja schon dort spürbar, also im Spanischen Bürgerkrieg. Administrativ wurde der Luftschutz dann recht bald und auch reichsweit organisiert und passend auf Parteilinien natürlich dann auch in Luftgaue dann aufgegliedert. Das Territorium des Luftgaus Kommando 7 war zum Beispiel hier für Süddeutschland zuständig, umfasste eben die Länder Baden, Württemberg, Südbayern, Tirol und auch Salzburg. Und in München war die Zentrale, gegen Ende des Krieges wurde die dann nochmal ins Kloster Scheiern, das ist so Richtung Ingolstadt und dann nochmal nach Mark Schwaben, östlich der bayerischen Hauptstadt dann verlagert, bevor dann der Krieg zu Ende ging. Für den Bereich Friedrichshafen gab es noch eine Unterabteilung des Luftgaus, der Kommandostelle in Kempten im Allgäu. Auf Kreisebene war der Kreisleiter dann zuständig. Der kleine Führer, wie man auch zu diesen Kreisleitern sagt, der für den Kreis Friedrichshafen eben zuständig war, der hieß Hans Seibold. Dieser betonte anlässlich einer Löschübung eines Brandbombenfeuers am 28. Juni 1934 schon, also gerade mal ein Jahr nach der Machtübernahme, die Wichtigkeit der passiven Abwehr etwa folgender Angriffe aus der Luft, wie er sich ausdrückt. Jetzt Zitat, der Luftschutzbund ist in Deutschland eine private Organisation. Es bedarf der Unterstützung jedes einzelnen Volksgenossen. Unbegreiflich ist es, dass es heute noch Menschen gibt, auch Hausbesitzer und Geschäftsleute, die diese Dinge als Nebensächlichkeit ansehen. Solche Organisationen sind wichtiger als Kegelclubs und Skatvereine. Wir wollen mitarbeiten mit den uns zugestandenen Mitteln für unsere Jugend, damit diese später Deutschland so antrifft, wie wir es angetroffen haben. Frei, stark, ehrenhaft und sauber. Zitat Ende. Also hier war schon das Programm des zivilen oder auch des passiven Luftschutzes umschrieben. Auch die Motivation, die Jugend schon heranzuziehen und eben auch für ein
jetzt in Anführungszeichen sauberes Deutschland zu sorgen. Was das dann hieß, wissen wir ja alle, hoffentlich. Mit diesen zugestandenen Mitteln, die er nur so formuliert, war Deutschlands Aufrüstung eben gemeint. Vor allem eben den Aufbau der Luftwaffe und die Panzerproduktion für einen bereits in Planung gesetzten Krieg zu betreiben. So, das war jetzt erstmal so der theoretische Teil und wir sehen uns jetzt einige Bilder auch mal an, die den passiven Luftschutz jetzt noch mal ein bisschen deutlicher zeigen können. Also hier zum Beispiel ist eine Luftschutzvorkehrung, wie es hier heißt, für Dachböden zum Beispiel gedacht, weil natürlich die Bomben von oben auf die Häuser fielen und erstmal mit den Detonationen der ersten Bomben die Dächer abdecken sollte und dann kamen die eigentlichen Brandbomben, die dann die Brände eingesetzt haben bei offenen oder zerstörten Dächern. Und dann hieß es eben schnell zu handeln, eben mit solchen Handspritzpumpen, Einreißhaken und natürlich Wassereimer. Wasser war aber dann meistens in der Realität ja eh Mangelware. Genauso war natürlich auch seit dem Ersten Weltkrieg ja schon klar, dass auch Gas beziehungsweise auch sonstige Phosphorbomben, wie ich eben schon erwähnt habe, natürlich auch für Vorkehrungen sorgen musste. Hier ist eine Gebrauchsanweisung mit Gasmaske für Zivilisten. Also die gab es dann extra für Zivilisten, nicht für Kämpfer. Sowas haben wir auch in der musealen Abteilung des Stadtarchivs. Genauso natürlich auch Hausapotheken. Es musste natürlich auch etliches Material zum Verbinden, zum Bekämpfen von Brandwunden, Sterilisationsmittel und so weiter musste vorgehalten werden. Also auch das ist ein Aspekt des passiven Luftschutzes. Ja, aber jetzt komme ich nochmal zur Stadt Friedrichshafen. Ich meine, eine Rüstungsstadt, die ja mit der Zeppelin, mit dem Zeppelin-Konzern, vier große Firmen sind darunter gefallen. Dann noch den Dornier Metallbauten, die sich ja ab 1932 aus dem Konzern gelöst hatten. Die ZF hatte eigentlich alle Getriebeleistungen für die Wehrmacht zu fertigen. Maybach Motorenbau eben 90% der Motoren für alle Wehrmachtsfahrzeuge. Also das ist eine bestimmte und auch eindeutige Produktionsart und auch eine besondere Stellung, die Friedrichshafen in der Produktion für Rüstungsgüter hatte. Und das war natürlich im Ausland bekannt und das wussten natürlich auch diejenigen, die mit der Produktion selber zu tun hatten. Sprich, die Bevölkerung musste das ab einem gewissen, ich sag mal, Verständnis dann auch gewusst haben, dass man sich hier natürlich in eine gewisse exponentielle Rolle befindet, auch wenn die Angriffe dann nicht mehr nur von Deutschland ausgehen, sondern auch nach Deutschland getragen werden. Hier sieht man zum Beispiel eine frühe Planung und auch teilweise Ausführung von Industriestollenbauten schon im Dezember 1942. Das heißt schon, das war recht spät. Dazu sage ich auch gleich noch ein bisschen mehr. Also hier sieht man die Stollenanlage beim Hauptfriedhof rechts oben. Die fertiggestellten Stollen, die sind in grüner Farbe oder so, die in brauner Farbe, da wird gerade noch gegraben und rot ist noch in Planung. Also Sie sehen also hier, das ist das Gelände, wo dann auch dann schon Baracken gestellt werden für die Zwangsarbeiter. Hier wird also schon das ganze obere Industriegebiet wird hier schon ziemlich für diese Stollenbauten in Beschlag genommen. In Friedrichshafen war man recht spät, weil man sich natürlich hier im äußersten Süden auch lange Zeit auch als sicher wähnte. Und das war ja auch der Fall, dass die britischen und auch später dann die amerikanischen Bomber natürlich erst spät, relativ spät, nämlich ein Jahr später, ein knappes Dreivierteljahr später, dann den Weg hierher gefunden hatten. Aber immerhin, man hat schon noch vorsorgen können, aber in erster Linie für die Industrie und nicht für die Zivilbevölkerung. Also solche Stollenbauten, Luftschutzstollen, Luftschutzräume waren zunächst erstmal für die Industrie vorgesehen und nicht für die Zivilbevölkerung.
Das zeigt auch hier diese Aufnahme bei Vorbereitung von Luftschutzmaßnahmen eben in der Zahnradfabrik Friedrichshafen. Also hier werden also schon am Reißbrett werden die Maßnahmen schon getroffen, die wir ebenso als Zeichnung oder als Plan dann gesehen haben. Hier Verteidigungsbunker jetzt hier bei der Maybach Motorenbau westlich des Industriegeländes. Jetzt nach dem Krieg erst die Aufnahme, der Bunker ist dann weggekommen. Das ist aber eher ein Verteidigungsbunker. Hier hatte man also auch Flak-Schützen installieren können. Das ist einfach der Größe geschuldet. Hier können nicht viele Menschen rein. Also wenn was für mehrere Menschen, sagen wir mal 100 Personen vorgesehen war, sieht man das hier auf dem Gelände auch jetzt Maybach Motorenbau, damals wie jetzt Rolls-Royce MTU. Der Bunker steht noch. Also hier haben sie also ein größeres Bunkergebäude. Und ja, das zeigt eben auch, wie wichtig das für die Industrieunternehmen, für die Rüstungsunternehmen war, auch die Belegschaft dann bei Angriffen zu schützen. So sah es innen drin aus. Das ist ein Mannschaftsraum, auch bei Maybach Motorenbau, also um 1940. Also Sie sehen, solche Räumlichkeiten sind schon recht früh fertiggestellt worden im Vergleich dann zu den zivilen Maßnahmen. Hier sind nochmal konzipiert, das ist nicht die Ausführung, nochmal alle Luftschutzräume dann für Friedrichshafen, dann auch die zivilen, also für die Zivilbevölkerung. Es ist kein Datum erschließlich, aber das ist sicherlich erst so 43 entstanden, diese gesamte Liste, und sie wurde auch nie so ausgeführt. Da sind also auch einige Orte dabei, die eben keine Luftschutzfunktion bekommen haben. Dann sieht man das Umgekehrte hier. Jetzt als Planskizze sieht man hier in die bestehenden Luftschutzräume. Jetzt haben wir den Stand 41. Das ist in roter Farbe. Und die geplanten, die sind noch in Gelb. Also hier geht es auch vor allem darum, die Arbeiter zunächst dort unterzubringen und weniger jetzt die gesamte Zivilistenanzahl. Das wäre gar nicht möglich gewesen, auch wenn das jetzt erstmal nach viel ausschaut. Über 30 Luftschutzeinrichtungen sind hier ab für die Stadtmitte oder für die Kernstadt zu sehen. So sieht das dann im Privatwohnhaus auch heute noch aus. Also das ist ein Bild hier aus der Katharinenstraße, eine Luftschutzklappe zum Keller. Also zum Teil gibt es solche Relikte auch heute noch im Stadtbild zu sehen, was ganz interessant ist. Der oder diejenige kann auch mal hier einen Stadtspaziergang machen und danach Ausschau halten. Also man findet hin und wieder noch diese Luftschutzrelikte. Hier, das ist jetzt schon ein Ansatz, größere Sammelschutzräume zu kreieren. Das ist jetzt eben August 42 hier, der öffentliche Sammelschutzraum beim oder südlich vom Stadtbahnhof. Aber das war damals auch noch ein erster Versuch, da ein bisschen mehr für die Zivilbevölkerung zu schaffen. Aber das ist, wie gesagt, auch noch nicht fertig. Der ist noch projektiert. Wichtiger war es allerdings auch, wenn man schon solche Bunker dann baut, müssen natürlich auch wichtige, damals wichtige oder vermeintlich wichtige Menschen Unterschlupf finden, relativ nah am Rathaus beispielsweise, für den Bürgermeister beispielsweise, für wichtige Personen der Stadtverwaltung, aber auch natürlich der Partei. Alle Parteifunktionäre sollten in diesen sogenannten Heldenbunker dann Platz finden. Und er war auch zudem Sitz der örtlichen Luftschutzleitung, also damit die auch natürlich sicher alles organisieren und verfügen konnten. Das ist in der Schanzstraße heutzutage, ist da unter anderem die Schwäbische Zeitung dort drüber gebaut. Und ja, da wird man schon hin und wieder darauf angesprochen, wo sollten denn die wichtigen Menschen unterkommen? Das wäre jetzt hier gewesen. Um zu sehen, wie viele Personen da Platz hatten in diesen, ja, in diesen zivilen Bunkeranlagen. Das herzogliche Schloss sieht man noch ganz oben. Da waren relativ viele einzubringen, was ja schon das Kellergewölbe war ja schon da. Da mussten keine großen Umbaumaßnahmen mehr erfolgen, außer einen separaten Eingang wurde dort eigentlich nicht mehr viel gemacht.
Sie sehen aber, für knappe 1500 Personen ist da der Platz bei weitem nicht erreicht, den man bräuchte, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Propaganda war natürlich auch noch ganz wichtig. Sehr schnell wurde natürlich bei den vermehrten Luftangriffen erkannt, dass man natürlich das Verdunkeln auch einhalten soll. Und das wurde natürlich auch sehr martialisch dann propagandiert. Die ersten Bombenangriffe oder der erste Bombenangriff kam dann auch tatsächlich nach Friedrichshafen im Jahr 1943, am 21. Juni. Hier sieht man noch die Löscharbeiten in der Scheffelstraße nach dem Angriff. Das war also schon noch für die Bevölkerung, wie man hier sieht. Also die Zivilisten gucken da noch zu. Diese Bilder verfliegen dann. Also normalerweise, es durften sowieso nur autorisierte Menschen oder Fotografen Fotos machen. Und die Zivilbevölkerung war dann auch nicht mehr so nah am Geschehen in der Regel. Auch Aufräumarbeiten hier, technisches Hilfswerk, musste von außerhalb geholt werden. Man hatte hier einfach zu wenig Leute. Und eben auch die einheimische Bevölkerung, hier sind es jetzt Frauen, die hat natürlich dann auch mitgeholfen, wenn sie nicht an der Front war natürlich. Man sieht auch, dass Luftschutzabteilungen motorisiert waren, um eben auch sehr schnell von außen an bestimmte Orte zu gelangen. Hier waren es 43 Mann. Dann Wehrmacht Hilfskommando 750 Personen nach diesem Angriff am 20.07., der größte Angriff eigentlich, auch was die Menschenopfer anbelangte, wie ich das eben schon kurz ausgeführt habe. Also hier kann man auch mal sehen, wie von außerhalb, wie machtvoll und personell stark dann die Hilfeleistungen erfolgten. Das muss natürlich alles organisiert werden und das wäre 43 so noch nicht möglich gewesen, mit Sicherheit nicht. Hier nochmal vom zweitgrößten Angriff, was das Menschenopfer anbelangte oder die Toten, am 28. April 1944. Dieser Angriff hat sich aber im kollektiven Stadtgedächtnis doch viel, viel stärker gehalten bis heute. Man spricht oftmals nur von diesem Angriff, wo ja auch viele Menschen dann auch, die hier vor Ort waren, das mitbekommen haben. Im Juli, am 20. Juli waren ja schon einige evakuiert worden, sehr viele Menschen. Und trotzdem, also das Geschehen ist, konzentriert sich, das merke ich immer wieder, um diesen 28. April 1944 herum. Das ist hier nördlich, der Fotograf steht nördlich der Eisenbahntrasse und fotografiert so in die Altstadt, in die brennende. Das ist sicherlich auch ein Grund. Vielen ist auch hier diese Villa Bühler noch ein Begriff. Das war die Frau Bühler, damals verheiratet, Skupin hieß sie, Dora, war eine Kunstmäzenin und kulturelle Anleiterin für verschiedene Aufführungen, Theater, Musik. Und die ist hier bei dem Bombardement am 28. April 1944 fast 20 Personen sind dort umgekommen. Die Hausherrin ebenso und viele sind sogar durch Wassereinbruch dann im Luftschutzkeller ertrunken. Also auch solche Unfälle gab es. Woher wusste man, woher die Flugzeuge kommen? Also deshalb war man natürlich auch mit staatlichen Stellen wie eben der Luftgau in München, Luftgaukommando oder auch Kempten in Verbindung und konnte dann mittels einfacher Rechenschieber dann auch bestimmen, wenn ein Flugzeug beispielsweise in Kempten gesichtet wurde, konnte man dann bestimmen, wann muss dieses Flugzeug, wenn es Kurs auf den Bodensee nimmt, hier über Friedrichshafen sein. So konnte man auch sehr, sehr schnell und sehr zuverlässig dann diese Zeitdauer dann also eintragen und dann auch in welche Richtung die Flugzeuge dann auch weitergeflogen sind. Das war also dieses System wurde ja, wie auch schon gesagt, selbst in den 20er Jahren schon geübt. Das war natürlich schon bekannt und hat sich natürlich dann auch vor Ort so niedergeschlagen in solchen Einträgen. Oder hier nochmal, das sind die Alarmeinträge. Das ist natürlich dann der, ich sag mal, der Punkt, mehr punktuelle Abschnitt,
wo aber auch die Uhrzeit und also nicht nur das Datum, sondern auch die Uhrzeit, von wann bis wann diese Alarme dann geherrscht haben. Und Sie sehen hier zum Beispiel, nach den beiden Angriffen sind nur noch kleine Alarme dann hier gewesen. Also es waren keine großen Bomberstaffetten mehr hier in Bewegung. Das meiste war ja schon zerstört und das wussten die Alliierten auch. Hier der Stollen von in Windhag, der für 560 Personen ausgelegt werden sollte. Das sind so einzelne Stollensysteme gewesen, die unter privaten Häusern gegraben wurden. Und hier sieht man auch, wie tief die gingen. Also das liegt nicht direkt am See, sondern etwas im Hinterland, aber ging doch sehr in die Tiefe. Also schon beachtlich auch, wie dann und wie sehr schnell dann solche Stollenanlagen gebaut wurden. Aber der ist insgesamt gar nicht fertig geworden. Und einzelne Gebäude gibt es auch heute noch Zugänge zu diesen Kellern oder zu diesen Luftschutzräumen. Was auch noch wichtig ist, der Einsatz italienischer Militärinternierte beim Stollenbau. Man hat überhaupt zu allen Baumaßnahmen sehr viele Zwangsarbeiter hier natürlich eingesetzt und einsetzen können. Insgesamt während des ganzen Krieges bis zu 15.000. Und die italienischen Militärinternierten wurden vor allem für den Stollenbau auch herbeigezogen. Und ja, wie das hier genau geschah, also das sind jetzt 8 Personen, die hier genannt werden mit Namen. Und dann eben wurden die einberufen und eben im Prinzip in Schichten eingeteilt. Es ging von 6 bis 6 Uhr und die Verpflegung wurde dann natürlich so geregelt, dass ja sicherlich keine gute Versorgung dabei heraussprang. Also es war eine ziemliche Plackerei, diese Graberei. Und auch nur dadurch ist es zu verdanken, oder dem Umstand ist es zu verdanken, durch den Einsatz von Zwangsarbeitern, dass man auch terminlich oder halt von der Zeit her dann relativ schnell dann auch mit solchen Bauvorhaben fertig wurde. Dann auch noch etwas für die Nachkriegszeit. Also hier zum Beispiel der Hallberger Stollen, auch westlich des Stadtbahnhofs gelegen, in dieser Senke. Da sind also nach dem Krieg, wurden eben diese Luftschutzstollen gar nicht mal so fest hergestellt oder so befestigt. Selbst im Sommer 1946 wurden Senkungen noch hier eingetragen, die man vernahm, oder gar Einbrüche dann nochmal ein Jahr später, im März 1947. Also die Verwaltung hatte also noch nach dem Krieg mit diesen zivilen Luftschutzmaßnahmen, insbesondere mit den Stollen, Bunkern weniger, aber mit den Stollen dann noch echte Probleme. Nicht mit allen, aber mit einigen. Die wurden dann auch in der Regel verfüllt, vielleicht lasse ich es gerade nochmal hier, auch von den Franzosen oft verfüllt, die ja dann hier die Stadt besetzt hielten und eben solche militärischen Anlagen dann im Prinzip schon auffüllten, damit die nicht mehr zu gebrauchen waren. Also in der Regel, wer heute nach solchen Stollen noch graben möchte oder suchen will, der kommt in der Regel in diesen zugeschütteten Stollen gar nicht mehr rein oder befindet sich sofort bis zur Brust im Wasser und so. Also das ist ein ziemlich sinnloses Unterfangen. Es gibt natürlich ein paar Luftschutzstollen, die noch so begehbar sind, aber da muss man natürlich den Eigentümer fragen. Und ja, das, also ganz öffentlich ist eigentlich keiner dieser Stollen hier auf Stadtgebiet. Ja, also wir haben ja gesehen, die Auswirkungen sind im Prinzip klar, das sind Menschenleben, die Industrie wurde empfindlich gestört, aber nicht total, weil die Industrie natürlich auch Vorsorge getroffen hatte. Viele haben Maybach Motorenbau erst zum Schluss versucht, durch Auslagerungen dann diesen Angriffen auszuweichen, was auch ganz gut geklappt hat. Glas wurde weiter produziert und das, was zerstört wurde, waren im Prinzip die Anlagen, die hier zurückgeblieben sind, die man nicht irgendwie verlagern konnte. Und allerdings die Toten und die Verletzten, das Tote waren es ungefähr so um die 900 Personen, kaum 1000 wahrscheinlich insgesamt, mit auch ausländischen Toten, also mit ausländischen Menschen wie den Zwangsarbeitern, KZ-Häftlingen, alle mit einberechnet. Jetzt aber noch zum Schluss
eben die Auswirkungen hier für den Luftschutz in Friedrichshafen, was die kulturellen Zerstörungen anbelangt. Das ist ja eigentlich das Thema jetzt. Wir haben hier kulturelle Zerstörungen vielfältiger Art. Wir haben einmal die komplette Zerstörung des Stadtarchivs, inklusive auch natürlich des reichsstädtischen Archivs. Also diese Dinge sind unwiederbringlich ganz weg, im Gegensatz zum Beispiel zum Einsturz des Kölner Stadtarchivs 2009, ist hier eigentlich überhaupt nichts mehr übrig geblieben. Und wir haben hier den totalen Verlust des städtischen Gedächtnisses sozusagen. Dann wurde das Stadtmuseum fast komplett zerstört. Bodenseemuseum hieß es noch nach dem Krieg, als es dann mit dem wenigen, was noch aus dem Schutt gezogen wurde, dann noch mal als in den 50er Jahren noch mal als Bodenseemuseum dann noch mal auferstand. Und dann noch die Bodenseebibliothek, die am meisten Glück hatte, weil sie eben in das Schloss nach Hohenems verlagert werden konnte. Und nur ein kleiner, zurückbehaltener Teilbestand im Museum wurde dann durch den Luftangriff der Briten am 28. April vernichtet. Hier ist das Bodenseemuseum bei der Eröffnung. Also Sie sehen, da war sogar, der Herr mit, unter der rechten Palme, der Herr mit Hut, das ist der König Wilhelm II. Von Württemberg, und seine Gemahlin ist die Frau in Weiß. Also die beiden waren hier vor Ort. So wichtig war der Bodensee-Geschichtsverein damals, der eben als Gründer 1868 auch eine Sammelleidenschaft hatte, bürgerlicher Art, die hier am Bodensee einmalig und auch die erste Sammelleidenschaft oder als erstes Produkt dieser Sammelleidenschaft an dieses Museum dann 1912 am 8. Juli, wahrscheinlich nicht zufällig, Herrn Zeppelins Geburtstag dann präsentieren konnte. Und so sah die Situation eben nach dem 28. April 1944 aus. Hier ist das Stadtmuseum jetzt von der ganz anderen Seite natürlich total zerstört. Und im Vordergrund noch die Zeppelin-Putte, also ist schon fast wie ein Mahnmal, dieses Foto. Und was ja auch schon mal im Zeppelin-Museum vor kurzem gezeigt wurde, hier diese eingeschmolzenen Münzen durch die Hitzewirkung, sind diese Klumpen dann hier geschmolzen. Jetzt habe ich noch eine kleine Sache, wie eben diese Sammlungen des städtischen Museums versucht wurden zu retten. Und zwar durch den Ulrich Parrett, der eben als Kustos der Sammlung bis in die 80er Jahre hinein eigentlich verantwortlich war für diese Sammlung. Er hat sich als angehender Lehrer immer für Museum und für die Dinge in Museen interessiert. Sein Onkel Oskar Parrett war der Leiter in der städtischen Sammlungen in Stuttgart. Also er war schon familiär vorbelastet. Und mitten im Krieg am 22. Mai 1940 übertrug Rudolf Göttinger, der hiesige Fraktionsvorsitzende der NSDAP und erster Beigeordneter im Stadtrat, diesem Ulrich Parrett als Studienassessor, also Lehreranwärter würden wir heute sagen, mit sofortiger Wirkung die ehrenamtliche Leitung des städtischen Museums. Also Sie haben gemerkt, dass das städtische Museum das ja am 12. Januar 27 dann städtisch wurde. Und wie gesagt, 1912 wurde es ja überhaupt erst begründet. 27 wurde städtisch, weil der Verein keine finanziellen Mittel mehr aufbringen konnte und es dann der Stadt geschenkt hat. Wie eben die Stadt selber jetzt im Krieg Schwierigkeiten hat, dieses Museum zu bewachen, zu überwachen. Und da wurde er ehrenamtlich dann beauftragt, weil man in ihm auch einen sehr interessierten und sehr fähigen Museumsleiter auch gesehen hat. Das städtische Museum besaß also 1940, als er zum ehrenamtlichen Leiter dann ernannt wurde, ein gewisses Renommee, wie er auf Friedrichshafen als die Museumsstadt am See galt, weil auch die Firmen Dornier, Luftschiffbau Zeppelin und Maybach ja auch zusätzlich nochmal museale Firmensammlungen präsentiert haben. Also Friedrichshafen hatte hier vier große Museen und das ließ sich damals wirklich sehen. Dornier hatte sogar zwei, wenn man es ganz genau nimmt. Die Leitung der Sammlungen des städtischen Museums war eben seit langem vakant und es war bekannt,
dass er eben sehr interessiert war und auch einen beruflichen Einstieg nach dem Krieg vielleicht suchte. Dennoch hatte sich Pareth dann am 27. Oktober 40 nochmal, damals schon mittlerweile Unteroffizier der FLAG, hat sich dann trotzdem für eine Lehrerstelle in Friedrichshafen beworben, die er dann auch nach dem Krieg dann auch bekleidet hatte. Also das Ehrenamtliche verblieb ihm. Die Stadt hatte da keine, wie soll ich sagen, keine Ambitionen, ihm dann wirklich auch nach dem Krieg dann noch die Leitung des neuen Bodenseemuseums zu übergeben. Und er war sicherlich auch an eine sichere Stellung interessiert. Das hat sicherlich auch einen Grund oder war auch ein Moment, der mitgespielt hat. Aber daraus wurde gar nichts mehr. Pareth wurde im Weiteren, wir wissen nicht genau wann, in den Stab des Luftbaukommandos 7 nach München versetzt. Und fast 4 Wochen vor der Zerstörung des Städtischen Museums schrieb er am 30. März 1944 aus München an den Friedrichshafener Bürgermeister Walter Berlin und bot ihm an, die Sammlungen des Städtischen Museums vor weiteren Bombardements zu sichern, weil ja vorher schon 2 Bombardements über die Stadt niedergingen, die jetzt nicht so viel zerstört hatten, aber er hatte natürlich zu Recht Angst, jetzt könnte es sein, dass auch das Museum jetzt Schaden erleidet. Und er bot an, die Bestände zu sichern, zu bergen und in der näheren oder weiteren Umgebung, wie er sagt, in Sicherheit zu bringen. Also da war er schon sehr weitsichtig. Die Antwort des Bürgermeisters Berlin ließ sich aber bis zum 17. April auf sich warten. Dort kündigte er schon die Verbringung der Bodenseebibliothek an, die sich ja noch im Städtischen Museum befand, und zwar nach Vorarlberg, ins Schloss Hohenems. Dort gab es ein Angebot und das wollte er in Aussicht stellen oder halt dann auch annehmen. Das Urlaubsgesuch, was Pareth allerdings auch durchgesetzt haben wollte von der Stadt, hat Berlin noch am selben Tag, aber allerdings ein bisschen spät, finde ich, nach München abgeschickt. Bis zum 30. April, demnach also erst nach dem verheerenden Bombardement der Stadt, musste Pareth dann auf die Beantwortung seines Urlaubsgesuchs warten. Also da war es ja schon zu spät. Und das Luftgaukommando in München entschied dann auch negativ dagegen. In der Zwischenzeit konnte tatsächlich der Kernbestand der Bodenseebibliothek eben glücklich nach Hohenems, wie gesagt, verbracht werden. Lediglich ein kleiner verbliebener Rest, wie schon erwähnt, verbrannte im Museumsgebäude. Dahingehend aber verbrannte das im Rathaus verbliebene reichsstädtische und städtische Archiv vollständig. Die Hitzewirkung war so stark, parkte doch die Organisation Todt am Abend vor dem Nachtangriff 2 mit Kerosin gefüllte Tankwagen auf dem Kirchplatz in unmittelbarer Nähe zum Rathaus, in dem das Archiv ja eingelagert war. Das Stadtarchiv verlor damit sämtliche Bestände und gewann mit dem Luftangriff vom 28. April kurioserweise noch einen hinzu. Das ist auch kaum bekannt, nämlich der Stadtbaurat Markus Scheible veranlasste zuvor, vor diesem Angriff, noch die Verbringung der Bauakten, also seiner eigenen Registratur, ins Gebäude der katholischen Elementarschule, die ja nördlich der Nikolauskirche sich befand. Also nicht in diesem Kerosin-Korridor, den die Tanklastwagen da bereitgestellt hatten. Dieser Bauaktenbestand befindet sich heute noch komplett im Stadtarchiv und geht als einziger Bestand bis ins erste Drittel des 19. Jahrhunderts zurück. Das heißt, er ist der einzige Bestand, der für die Kernstadt noch bis ins 19. Jahrhundert noch Aussagen treffen kann. Ansonsten ist die geschichtliche Überlieferung verloren gegangen bei uns in Friedrichshafen. Eine glückliche Verlagerung gelang eben diesem Stadtbaurat Scheible ausgerechnet einem Mann, der von der Parteizentrale nach Friedrichshafen gesendet wurde, um dort den pompösen Ausbau der Bodenseestadt vor bzw. nach einem dann gewonnenen Krieg planen sollte. Das war seine Aufgabe. 1937 kam er aus dem Saarland und sollte eben schon diese Planungen vorbereiten und weitertreiben. Aber das, würde ich sagen, ist eine andere Geschichte, und die auch schon an anderer Stelle erzählt wurde. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde hiermit meinen Vortrag beenden. Ja, vielen Dank, Herr Oehlers, für diesen wirklich sehr eindrücklichen Vortrag. Also wir haben viel gehört von
Verlust von Krieg, von Luftkriegstoten, von Verlust an Kultur, aber auch von manchmal zufälligen und wunderbaren Rettungen. Sie haben die beiden Dorni-Museen angesprochen. Im Gegensatz zu der Firma Dorni, die ja hier ihr öffentlich zugängliches Museum im Salzstadel hatte und ihr Museumsgut ja nicht ausgelagert hat, hat es zum Beispiel die Luftschiffbau Zeppelin GmbH mit ihrem Museumsbestand getan. Also so haben wir auch hier so manchmal in der Technikgeschichte zufällige und schwierige Überlieferungslagen, aber das ist halt eben die Geschichte von Krieg und Zerstörung. Es sind hier schon jede Menge Fragen eingegangen und ich versuche jetzt einfach mal, mich durchzufräsen. Also eine Frage, die Sie ja in Ihrem Vortrag ausführlich beantwortet haben, die jetzt aber trotzdem nochmal kam: Was machte Friedrichshafen so wichtig für die Bombenoffensive der Alliierten? Das war natürlich die Rüstungsindustrie, aber daran anknüpfend eine andere Frage: Gibt es irgendwelche Dinge, wo man signifikante Unterschiede zwischen Luftschutzmaßnahmen in Friedrichshafen und anderen Städten ausfindig machen kann? Also war hier irgendetwas besonders, was ja eben im Verhältnis zu der Dichte und der Bedeutung der Rüstungsindustrie doch eine relativ kleine Stadt ist? Also gibt es da irgendwelche Konsequenzen, wo man sagen kann, hier gibt es spezifisch Friedrichshafener Ideen, Lösungen oder Probleme? Ja, soll ich dazu gleich antworten? Ja, klar. Ja, mache ich gerne. Also diese Frage stelle ich ja auch schon seit 2003 mir selbst eigentlich. Die Kleinheit oder die kleine Größe der Stadt Friedrichshafen ist ja schon das herausstechende Merkmal. Das ist schon richtig. Aber ich meine, die Antwort bleibt, die Rüstungsindustrie ist einfach hier so groß gewesen, dass halt auch eine kleine Stadt zum Ziel werden konnte. Und die Maßnahmen sind ja nicht anders gewesen als in Wolfsburg oder in Kassel. Da habe ich mich ja auch eben, gerade mit Kassel, habe ich mich ja auch ein bisschen beschäftigen müssen 2003. Und die Vorgaben waren ja alle zentral vom Reich vorgegeben. Es kann hier und da Abweichungen individueller Art gegeben haben, aber die sind jetzt nicht fassbar. Ich habe ja den kulturellen Teil als Unterschied vielleicht zu anderen Städten wie Stuttgart genannt, wo ja auch viele Zerstörungen waren. Aber das Besondere ist eben an Friedrichshafen, dass hier überhaupt keine, wie soll ich sagen, keine Möglichkeit war, solche Kulturgüter zu retten. Vielleicht auch, weil eine relativ kleine Stadt so viel besitzt, aber in einer Ausnahmesituation wie einem solchen Krieg einfach nicht in der Lage ist, weder personell, das habe ich ja gezeigt, ja, noch auch von den Entscheidungsträgern so etwas zu retten. Das ist sicherlich was Besonderes und darum habe ich mich ja auch für diese diesen kulturellen Aspekt jetzt mehr ins Zeug geworfen und habe dabei natürlich die Menschen auch ein bisschen übergangen, ja. Nein, überhaupt nicht. Also man muss da einen Schwerpunkt setzen. Ja. Aber was so die Menschen angeht, ist hier gerade, ich versuche mich hier durch die Zettel zu wühlen, ist hier eine interessante Frage eingegangen. Sie haben diese Seibold-Rede zitiert, also wo an die Pflicht zum Luftschutz erinnert wird. Bei Verstößen gegen das Luftschutzgesetz drohten ja aber auch harte Strafen. Sind hier solche Fälle in Friedrichshafen überliefert, dass Strafen ausgesprochen und vollzogen wurden? Das ist mir jetzt so auf die Schnelle gar nicht bekannt. Ich weiß, dass es Strafen gab, also bis hin zu Erschießungen bei Plünderungen und so. Aber bei gegen den Luftschutz gerichtete Handlungen ist mir im Moment nichts bekannt. Nein. Mhm. Das hätte ja zum Beispiel auch so etwas wie Verstoß gegen das Verdunkelungsgebot oder solche Geschichten sein können. Ja, die wurden natürlich, sowas wurde natürlich im Kleinen schon durch die Blockwarte unterbunden. Ja, und, ja. Also da gab es sicherlich was, aber dass jetzt da jemand, keine Ahnung, eine Strafe erhalten hat oder standrechtlich erschossen wurde. Also es gab solche Fälle, aber die jetzt nicht mit, die hingen nicht mit dem Luftschutz jetzt direkt zusammen. Mhm. Ja. Ja. Dann eine weitere Frage, die sich auf den Stollenbau bezieht. Was ist der Grund dafür, dass der Stollenbau, also ich nehme jetzt an, der Fragesteller oder die Fragestellerin meint den Stollenbau für die Zivilbevölkerung. Was ist der Grund dafür, dass der Stollenbau und Bunkerbau erst so spät gestartet ist? Das sind eigentlich zwei Gründe. Zum einen war ja von der Reichsregierung, insbesondere natürlich Reichsluftfahrtminister Göring, eigentlich ein Zurückschlagen der Alliierten so früh gar nicht denkbar. Die haben nicht damit gerechnet, dass
nach den deutschen Luftangriffen, dass dann die Alliierten so irgendwann mal sehr stark zurückschlagen. Sie haben sich ja auch lange Zeit auch in einer gewissen Siegerrolle fühlen können mit ihrer Luftwaffe. Das war der eine große Punkt, dass man einfach zu wenig gemacht hat, weil man sich das gar nicht vorstellen konnte, wie ein Rückschlagen solcher Vehemenz passieren konnte. Und das andere ist eben auch, dass Friedrichshafen sehr weit weg war. Es lag ja sozusagen mitten in, also ganz im Süden des Reichs natürlich, und war auch, ja, vor Ort hat man sicherlich auch kaum damit gerechnet, schon 43 im Juni dann als Ziel zu gelten. Also da war man sicherlich auch überrascht. Aber das kam natürlich auch durch diese Vorgaben positiver Art durch die Reichsregierung, insbesondere Luftfahrtministerium. Aber die Flak-Kaserne, die wurde ja relativ früh hier eingerichtet. Also man hat da schon irgendwie eine Bedrohung gesehen. Also Ja, das ist schon richtig. Also gerade als Industrie- und als Rüstungsstadt musste natürlich eine gewisse Vorkehrung schon für eine gewisse Vorkehrung gesorgt werden. Aber man hat der Flak auch zu viel zugetraut. Als dann die Angriffe starteten, hat man auch sehr schnell gemerkt, dass die Flak gar nicht mehr diese Bedeutung hat, weil die Flugzeuge konnten sehr hoch fliegen und dann war natürlich die Treffsicherheit nicht mehr gegeben. Und es hat natürlich auch die Flak-Soldaten bis hin zu den Einsätzen von Schülersoldaten auch in Verzweiflung getrieben. Also hier war die Hölle los. Und man ist natürlich auch relativ nah zu Frankreich. Und man wusste einfach auch noch nicht, dass die französische Luftwaffe nicht in der Lage ist, Friedrichshafen anzugreifen. Das ist ja sicher auch noch ein Faktor. Also da war man ja nah dran und die waren Ja, gerade in man, einem genau, auch technischen abgesichert. Ja. Neuorientierungsprozess und waren einfach auch nicht in der Lage dazu. Ja, das war letztendlich auch ein Glücksfall für Friedrichshafen, sonst wäre das vielleicht auch schon viel früher gekommen, 40 oder so. Nee, Möglicherweise. das nicht. Früher gekommen wäre es nicht, weil der 1000-Bomber-Angriff in Köln oder auch Hamburg, das waren natürlich nähere Ziele. Nein, Das ich war meine natürlich Rück. ein großes Unterfangen, so tief ins Reich zu fliegen für die Briten, aber auch für die Amerikaner schon, so dass es erst ab, ja, ab 42, 43 dann erst ja, Ziele gab im Deutschen Reich. Also Friedrichshafen wurde halt etwas später angegriffen, weil es so weit im Süden lag. Nein, ich meine jetzt von den Überlegungen vor dem Krieg, also vor Beginn des Krieges, wo man ja durchaus hätte mit französischen Angriffen rechnen müssen können oder das vielleicht auch getan hat. Na, hat man gar nicht. Hat Nee. man nicht Hat so, man oder? überhaupt nicht. Hat man ganz, ja, man hat schon Vorsorge getroffen, eben durch die Flakgarnison und so. Aber das waren im Prinzip noch mehr so die Erfahrungen, die ich ja schon erläutert habe, mehr aus der Erfahrung Erster Weltkrieg, als Friedrichshafen ja auch schon Luftangriffen ausgesetzt war, als dritte Stadt nach Düsseldorf und Köln. Und man musste ja, man musste schon etwas gegen solche, ich sage mal, vereinzelten Flugzeuge oder Bomberangriffe was machen. Aber diese Vehemenz, die hat man nicht erkannt. Ja. Dazu hat die Flakgarnison nicht gereicht. Jetzt gibt es ganz interessante Fragen zur Gegenwart, also zur aktuellen Rezeption des Ja. Bombenkrieges. Also es gab ja 1994 hier eine große Ausstellung zum Thema im Rathaus und da wurde ja auch das Luftkriegsbuch initiiert, also als das dann 50 Jahre, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, her war ja. Ja. Stellen Sie jetzt aus Ihrer Arbeit und der jetzt auch schon ziemlich langen Auseinandersetzung mit diesem Thema in der Stadt Friedrichshafen, auch im Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern und den Leuten, die sich dafür interessieren, etwas wie einen Wandel in der Bewertung fest? Also geht man heute anders damit um wie vor 20 oder 30 Jahren? Und wenn ja, wie ist dieser Wandel irgendwie zu beschreiben? Ah, ja und nein. Also ja, ist ganz einfach. Die Generation, die den Krieg erlebt hat, ist ja nicht mehr so unter uns. Und gerade was ich noch 2003 also erfahren konnte und auch leider musste, viele Abwehrhaltungen, viele Beschuldigungen, gerade auch gegen die Briten oder die Amerikaner. Das gibt es jetzt auch noch übrigens, auch eher von den Älteren, von den Jüngeren eher Desinteresse, das ist ja auch ein Wandel. Aber
insgesamt muss ich sagen, vor allem so die, ich sag mal, die geschichtsbewusste mittlere Generation ist da schon sehr kritisch und auch kritischer sicherlich als noch vor 20 Jahren. Aber wie viel das letztendlich ausmacht, wage ich gar nicht wirklich zu bewerten, weil so viel hat sich eigentlich auch nicht getan. Und ich meine, Krieg ist mittlerweile auch wieder sehr stark in den Medien und ich weiß nicht, wie ich das beurteilen soll, wie jetzt der Krieg auf Friedrichshafen, wie das jetzt immer wieder bewertet wird, da habe ich so ein bisschen Restskepsis. Aber insgesamt ist es entspannter als noch vor 20 Jahren, das kann man schon sagen. Und entspannter heißt dann eben auch sachlicher, also im positiven Sinne distanzierter. Also es sind eher Diskussionen möglich, ich sag mal einer, ja, wie soll ich sagen, wo es auch mit einem gewissen Mitwissen dann der Diskutanten dann auch bessere Ergebnisse gibt als noch vor Jahren, wo dann sich die Parteien ja richtig in Friedrichshafen zumindest sehr verfeindet auch gegenüberstanden. Und letztendlich leitet das ja auch über zu dem anderen Thema, also wie geht man hier generell mit seiner Vergangenheit um? Ja, wie geht man hier generell mit dem Thema Rüstungsstandort, Involvierung in die Kriegsvorbereitungen des sogenannten Dritten Reiches und des Nationalsozialismus und den Kriegsverlauf um? Also ich glaube, auch da kann man sagen, dass eine Art von Wandel und Versachlichung, hoffe ich zumindest mal, eingetreten ist. Ja, ich denke schon, ja. Auch auf übrigens auch von industrieller Seite. Also man ist schon bereit, dann auch eine gewisse Transparenz zuzulassen. Das war ja während der NS-Zeit gar nicht der Fall. Obwohl ja auch viele wussten, was hier produziert wird, hat man es natürlich heute leichter. Aber das ist trotzdem noch ein Thema. Auch Rüstung ist ein Thema. Natürlich jetzt in der Pandemie sicherlich nicht mehr. Jetzt haben wir wieder andere Sorgen. Aber generell ist das eigentlich auch für Friedrichshafen ein Thema nach wie vor. Nicht in diesem Ausmaß natürlich wie in der NS-Zeit. Ja klar, aber halt auch in anderen Kontexten. Also was bedeutet hier der Kalte Krieg? Was bedeutet dann das Ende des Kalten Kriegs, wo die Rüstung dann weniger wird? Das ist absolut richtig, also würde ich zu 100% unterstreichen. Wenn man jetzt sich anguckt, wie Sie haben vorhin gesagt, Kriege sind ja auch leider wieder Themen, das ist ja richtig. Wenn man jetzt sich anguckt, wie Nationalismus erstarkt, wie offen auch rechtsextrem agiert wird, wie sehen Sie da dieses Thema in diesem Kontext? Also sollte man das noch stärker kritisch reflektieren, vielleicht gerade in dieser Region, wo sie also eine sehr enge, wir haben es ja gesagt, kleine Stadt und viel Rüstungsindustrie in dieser Zeit, wo auch so eine enge Verzahnung stattfindet? Ist das ja unbedingt. Man muss also, für die Stadt und für uns als historische Institutionen, die daran arbeiten? Ja klar, also als Historiker begreife ich mich ohnehin als jemand, der weiß, Krieg ist eigentlich immer da, selbst in Friedenszeiten. Man kann eigentlich nie genug tun, um solche Kriegstreiber und Hetzer dann zu stoppen. Vor allem, wir haben in Friedenszeiten mehr Möglichkeiten dazu, als wenn der Krieg ja schon am Laufen ist. Und wir haben natürlich auch irgendwie einen stillen Krieg. Und die Unbelehrbaren, die nehmen zu im Moment. Vielleicht jetzt wieder weniger, aber ich glaube, das muss nicht so bleiben. Und ich glaube, es ist Aufgabe jeder Bürgerin und jedes Bürgers, sich dem irgendwie entgegenzustellen. Und weil diese Hetze und diese Kriegstreiberei, die führen eben zu solchen Ergebnissen, die die Gesellschaft zurückwirft und nicht weiterbringt. Und das sollten wir auch angesichts der Probleme, die wir ja auch außerhalb von Kriegen, also jetzt durch Krisen, wie zum Beispiel, nehmen wir nur die Erderwärmung oder jetzt die Pandemie. Wir haben ganz andere Probleme und sollten uns darauf konzentrieren und den anderen keine Chance lassen. Ja. Also diesen Kriegstreibern und auch national, wie auch immer die sich nennen. Der Nationalismus ist eine für mich nicht mehr adäquate Form und was auch in der Geschichte nicht unbedingt, wie die Menschheit weitergebracht werden kann. Ja. Das leitet wunderbar über zu meiner Frage, die jetzt, glaube ich, die Abschlussfrage ist. Also wenn Sie es jetzt mit Ihrem Vortrag und mit Ihrem Engagement über die Jahre auch geschafft haben,
Menschen für dieses Thema zu interessieren, die es vielleicht bis jetzt noch nicht getan haben. Einfach die Frage, wo kann ich hier in Friedrichshafen mehr darüber erfahren? Was steht mir zur Verfügung? Jetzt zu diesem Thema speziell oder überhaupt zu solchen Themen? Speziellen Thema Luftkrieg über Friedrichshafen. Naja, da haben wir ja zum Glück haben wir ja Museen wie das Zeppelin-Museum. Ja, auch, ja. Ja, ich fange immer mit den anderen an, bevor ich dann zur eigenen Institution überleite. Ja, bleib. Natürlich, Museen sind dort auch wichtig, auch das Schulmuseum beispielsweise, was ja auch schon Ausstellungen hatte, auch zum Thema Nationalsozialismus. Aber dann natürlich auch das Stadtarchiv. Wir haben ja zumindest noch ein paar Unterlagen, wir haben Dokumentationen. Wir haben auch mittlerweile mehrere Ausstellungen dazu gemacht. Jeder, der sich also für diese Seite, auch wenn sie noch so traurig ist und auch schlimm, ja, kann man sich hier informieren, am besten im Stadtarchiv eine E-Mail schreiben oder auch mal anrufen. Jetzt ist es schwierig, einfach mal so vorbeizukommen, aber ich denke, da findet sich immer ein Weg, an Informationen ranzukommen. Wir haben übrigens auch seit der Pandemie sehr starke Anfragen, auch gerade was den Krieg anbelangt, auch Anfragen, die ich mir vor der Pandemie gewünscht hätte. Und jetzt kommen endlich auch qualitativ hochwertige Anfragen, worüber ich mich sehr freue. Gut, vielen Dank. Jetzt sage ich auch noch was zu den anderen. Sie haben vorhin die schönen Bilder gezeigt von der Luftschutzhausapotheke, von der Volksgasmaske und von der Handlöschpumpe, die Sie uns ja für unsere Ausstellung dankenswerterweise zur Verfügung gestellt haben, die man also bei uns dann auch leihweise von Ihnen besichtigen kann, wenn wir die Ausstellung wieder hoffentlich bald physisch eröffnen können. Also auch dafür nochmal herzlichen Dank. Wir arbeiten da auch sehr, sehr eng und sehr gut zusammen. Und vielen Dank für diesen Vortrag, für die angeregte Diskussion, für das Beantworten der vielen Fragen. Wir haben 20.01 Uhr. Wir sitzen genau eine Stunde zusammen. Mir hat es allergrößten Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Oellers. Danke, Herr Bleibler. Mir auch. War super. Danke.